Hallo zusammen, heute mal kein Video aus der Finanzwelt, was mit Geld zu tun hat, sondern wie mache ich einen Banner auf YouTube? Also alle da draußen, die jetzt kein Photoshop haben oder anderes, ich zeige das mit dem Programm hier unten, das nennt sich GIMP. GIMP ist kostenlos und man kann wirklich viel damit machen. Photoshop, weiß ich jetzt die Preise nicht auswendig, aber das ist ein Abonnement. Man zahlt monatlich und für viele Schüler oder Leute, die auf ihr Geld schauen oder einfach kein Abo zahlen wollen, können sich hier mit GIMP bedienen und da machen wir jetzt zusammen ein Banner. Ich zeige euch das, ich denke mal so 10 bis 15 Minuten bräuchten wir und ihr könnt dann hier einfach die Maße rausschreiben und dann selber ein Banner kreieren auf die Schnelle. Denn ein User hat mich aufmerksam gemacht, ich habe hier vor 3 Jahren ein Banner reingeklatscht, da steht jeden Tag ein Video, das war vor 3 Jahren noch möglich, jetzt Vollzeitjob, eine miserable Internetverbindung in Österreich. Ich wohne in Braunau und ich brauche für ein 10-Minuten-YouTube-Video, also dass es auf YouTube ist, circa 3 bis 4 Stunden. Ja, viel zu lang. Wie lange braucht ihr denn eigentlich so? Schreibt mir das mal drunter. 10 Minuten für ein 10-Minuten-Video zum Hochladen oder auch so lang wie ich. Wir gehen weiter zum GIMP, starten das Programm und brauche natürlich die Maße, die ich bei YouTube rausgeforscht habe, die ich bei Google rausgefunden habe. Wir speichern das jetzt erstmal. Immer wenn man ein Projekt startet, bitte gleich mal speichern. Aber jetzt müssen wir erstmal eins öffnen. Ich habe nichts vorbereitet, also können wir es auch nicht öffnen, sondern machen ein neues Programm. So, jetzt will der hier wissen, wie viel Pixel in der Breite, wie viel Pixel in der Höhe. Man kann auch Millimeter eingeben oder andere Sachen, aber YouTube hat das in Pixel angegeben. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Maße rauszuschreiben, damit ihr das Video auf Pause drücken könnt und das einfach abschreiben. Und zwar, batsch! Ich saß da gerade dran, habe recherchiert circa 15 bis 20 Minuten und habe folgende Maße herausgefunden. Und zwar, dass YouTube ein Grundmaß von 2560 x 1400 angibt, also 2560 Pixel in der Länge, 1440 Pixel in der Breite. Wir brauchen für das Banner hier 1548 in der Länge und 423 in der Breite. Jetzt ist es so, wenn man 423 teilt durch 2, ich kann es im Kopf, aber damit man es hier besser sehen kann, 423 geteilt durch 2 ist gleich 211,5. Ich kann das nicht angeben, die Kommazahlen im GIMP. Deswegen habe ich das hier ab- oder aufgerundet, ein Pixel hin oder her, scheiß die Wand, dann sagt man so schön in Bayern. Gell? So, jetzt machen wir die einfach weiter und dann geben wir das mal ein. 2560 in der Breite und 1400, wer weiß es noch, 40 in der Höhe, also Länge, Breite, also hier in dem Fall ist es, die Breite ist die Länge und die Höhe ist die Breite. Ach, verwirrend. Machen wir einfach einen Start. Hier oben ist 0, hier unten ist 0. Hätten wir das jetzt falsch eingegeben, dann wäre das Blatt in der Richtung gewandert. Das machen wir zu, das könnt ihr euch in Zeitlupe mal ansehen. So, wir brauchen die Hilfslinie. Ich bastel das hier jetzt mal ein bisschen hin. Das ist, könnt ihr das in Echtzeit sehen, wie wir das hier machen. Wir schauen jetzt mal auf die Uhr. Es ist 16:18 Uhr, Sonntag, der 12. Mai und 16:18 Uhr, ich schreibe mir das kurz auf, dann können wir später mal schauen, 16:18 Uhr, wie lange wir wirklich gebraucht haben. Ich denke 10 bis 15 Minuten. So, nicht lang rumtun, Bild, Hilfslinie. Was haben wir gesagt? Ich habe hier den Zettel, 509. Ihr könnt es hier nochmal angucken. 509 wäre jetzt die hier. Dann die zweite 931. Dann machen wir die dritte 506 und die vierte 2054. So,
Was rattert denn da noch? Es rattert im Karton. 2. Bild. Zweite Hilfslinie, meine ich, im Bild. Das wären dann 931. Horizontal ist diese Linie, vertikal diese Linie. Wer das nicht weiß, weiß das jetzt. Dann haben wir gesagt 506 vertikal. Bild, Hilfslinie, neue Hilfslinie, 506 vertikal. Okay. Dann brauchen wir die andere Seite vom Banner, das waren 2054. Vertigalo. So, jetzt speichern wir das Ganze. Man möchte ja nicht, dass man hier arbeitet. 10 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde, 2, 3 Stunden. Dann stürzt das System ab oder es bleibt hängen und man hat seine ganze Arbeit verloren. Kurz am Rande, ich habe 10, 15 Jahre Musik produziert, aktiv. Und dann ist es halt ein, zweimal vorgekommen, man ist sehr vertieft in der ganzen Geschichte, mischt 2, 3 Stunden, nimmt auf, vergisst zu speichern, hat keinen automatischen Speichermechanismus eingetragen und zack, war weg das Zeug. Also hier speichern, wir speichern das mal unter. Bobby Beat, nein, Desktop, YouTube-Kanal, Grafik und dann nennen wir das Ganze doch einfach, hops. Jetzt passiert. Ich glaube, ich habe mich vertippt. Ach so, ich habe auf Enter gedrückt. Wir wollen aber trotzdem nicht umbenannt, sondern 01 ist die erste Datei. Ich nummeriere das Ganze immer. Und dann machen wir da ein YouTube-Banner. Hoppala. YouTube-Banner. Nennen wir das so. YouTube-Banner. Speichern. So, hat ein bisschen gedauert. An dieser Stelle habe ich einen kleinen Bug entdeckt. Wenn man die Hilfslinien einträgt, liegt vielleicht am Macintosh und an dem, dann zicken die Ebenen hier. Also die Ebenen, sage ich mal, man fängt mit einer Datei an, also der Grundfläche. Dann kann man eine zweite Ebene anlegen, also eins darunter. Da sagen wir mal, wie der Betonboden, dann kommt eine Schutzschicht, dann kommt das Laminat und der Teppich oben drauf. So kann man sich das auch vorstellen. Und dann bleibt leider GIMP etwas hängen. Wir schließen das und ich mache einfach ein GIMP nochmal auf und es ladet. Vielleicht passiert das nicht bei Windows, ich weiß das nicht. Bei Macintosh passiert das. Ist ja kein großer Akt. Öffnen. Und jetzt haben wir hier die YouTube-Banner-Datei. Die machen wir auf und zack, alles da, was sie braucht. Okay? So, wir machen ein schnelles Banner. Ich möchte es ungefähr genauso haben wie hier mit News, Geld, Lifestyle, ohne dem jeden Tag ein Video. Und nehme da jetzt einfach mal, also unser Bereich ist ja der hier, den wir brauchen. Aber darüber hinaus müssen wir ja auch arbeiten. Nehme da jetzt einfach mal das Rechteck. Ungefähr in die Mitte. Ich mache das ja nur ungefähr. Zack, möchte das in die Farbe eintunken. Gehe hier unten auf Farbe. Machen wir mal hier so ein dunkleres Grau. Irgendwie, man kann hier auch ein bisschen rumspielen. Und okay. Dann muss ich das natürlich nochmal machen, weil ich Blödsinn ge gemacht habe. Muss auf OK drücken und jetzt hier mit dem Farbeimer rein. Und dann ist das braun. Unten möchte ich es nicht weiß haben. Der Kontrast ist zu hoch. Ich mache das mit ein bisschen hellerem Grau. Okay. Farbeimer. Aha. Muss natürlich sagen, was ich möchte. Wir markieren das Ganze, machen den Farbeimer. Das Grau ist angewählt und malen das ein. Das sieht man jetzt, dass es ein bisschen helleres ist, ein bisschen dunkleres Grau. So. Jetzt ist das hier so. Ein bisschen lasch, so ein bisschen langweilig. Und wir machen das jetzt hier ein bisschen größer, dass ich nur in dem Bereich arbeite von meinem Banner und nehme dann wieder hier das Dreieck. Dreieck, Viereck. Geometrie nicht aufgepasst, sind Vierecken. Und möchte
Möchte, möchte, möchte. Was ist bei 100%? Das ist zu groß. Machen wir 25. Möchte hier so Linien reinziehen. Die mache ich da jetzt auch, dass es einfach grafischer so ein bisschen schöner ist. Also eine Linie. Die fülle ich jetzt mit einer anderen Farbe. Die zwei hatte ich, vielleicht eine hellere. Okay. Dann brauche ich den Topf. Zack. Zack. Dann, ihr seht jetzt noch nicht gleich, was ich hier machen möchte, aber gleich. Dann mache ich da noch eine Linie rein. Dann nochmal den Topf. Und mach zack, zack. Zwei Linien sind mir zu wenig. Ich mache noch eine dritte Linie rein. Keine so dicke. Zack. Nimm den Topf. Tipp da hinein. 1, 2, 3. Alles voll. Jetzt ist das so ein bisschen grafisch nicht so langweilig. Ich würde sagen, ich mache noch eine Linie. Und zwar hier unten. Eine ganz dünne Linie. Etwas länger. Und die muss ich ja jetzt wieder abheben von den anderen. Also brauche ich eine hellere Farbe, sonst sieht man es nicht. Vielleicht hier die weiß. Weiß, weiß. Zack. Farbeimer. Jetzt würde ich sagen, machen wir es mal ein bisschen größer. 100%. Weil ich gehe mit dem Farbeimer hier rein. Dann könnten wir auch hier unter dem oder drüber gehen und unter dem und drüber gehen. Jetzt sieht es so aus, als wenn es so ein weißes Band wäre. Mega. Geschmackssache, Leute. So, ein Band ist mir zu wenig. Jetzt machen wir das hier wieder. Ich bräuchte einen größeren Monitor, sehe ich gerade. Ist da draußen jemand, der so einen riesen Monitor zu verschenken hat? Weil ich habe nur einen 13 Zoll Computer. So, dann machen wir eine zweite Viereck-Variante. Gehen hier wieder raus, gehen hier wieder rein. Zack. Dann müssen wir hier wieder größer werden, sonst sehen wir ja nichts. 100%. Und können da ein bisschen variieren mit dem Farbtopf und sagen wir einfach, Farbe oben ja, oben drüber, unten rauslassen und wieder oben drüber und dann hätten wir so, ja, so eine Art Verflechtungsding. Das Ganze sieht dann wie aus, schauen wir mal, 50%, ja, hat doch was. Und jetzt brauchen wir noch die Beschriftung. Mit News, Geld und Lifestyle. Und speichern das Ganze bitte. Speichern. So, Beschriftung funktioniert folgendermaßen. Man nimmt das A wie Beschriftung. Erschriftung. Und tippt hier einfach hinein. Und zieht das in der Größe, wie man es halt haben möchte. Ich probiere es jetzt einfach mal. So, wir wollen ja drei Wörter. News, Geld und Lifestyle. Also News ungefähr so groß. Und schreiben da jetzt rein News. Ist ein bisschen winzig. Wir markieren das und können dann hier bei den Pixeln einfach größer ziehen. News, tipp, 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 News, tipp, 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 tipp. Es gefällt mir nicht, wir machen es mal dick. Ah, schon geiler. Ziehen das Ganze wieder ein bisschen länger und können dann hier weiter kleiner machen oder größer machen. Also News, wir lassen es jetzt erstmal so, um zu schauen, wie das ausschaut. So, und schieben das Ganze, ja, wäre doch cool, wenn es so ein bisschen, wenn das N so, ja, yeah, da geht mir einer ab, hey. Wenn das N so ein bisschen so drüber liegt, über den Streifen, News, Batsch. Jetzt brauchen wir, jetzt habt ihr hier gesehen, es hat sich eine neue Ebene gebildet. Wir speichern das. Machen ein zweites A, so, das nennen wir jetzt Geld, Geld, markieren wieder, machen das größer, Geld, vielleicht wieder fett, schauen wir mal, wie es ausschaut, das ist Geschmackssache, Geld und könnten das so,
so ein bisschen so. Ja, das G gefällt mir nicht wirklich. Gehen wir mal hier rein, markieren das Ganze, gehen mal hier oben auf Areal. Vielleicht hier. Ja, sieht doch ein bisschen besser aus. Und könnten das dann ein bisschen kleiner machen. Markieren. So, dass es unten einen Kontrast ergibt zu dem Grauen und zu dem News, würde ich sagen, so ein bisschen. Ja, passt. Einigermaßen. So, jetzt haben wir News, Geld und wobei das hier geht so ein bisschen unter bei den grauen Dingern. Wir machen es mal ein bisschen dicker. News, wir können es ja immer noch ein bisschen anpassen. News, Geld und Lifestyle. So, Lifestyle, Lifestyle, Lifestyle. Nochmal ein A nehmen. Dann markieren wir das, wie groß wir das haben wollen. Schreiben dann rein. Lifestyle. Markieren das Ganze wieder und gehen mit den Pixeln hoch einfach. Ha, passt nicht rein. Wir müssen hier einfach ein bisschen weiter rausgehen. Wir wollen aber nicht, dass das aus dem Banner hinausgeht, also müssen wir es ja anpassen. Lifestyle und gucken uns das Ganze mal an. News, Geld, Lifestyle. Also irgendwie gefällt es mir nicht so ganz. Weil dieses News vielleicht doch nicht so toll ist da hinten in über diesen Dingern darüber. Da würde ich sagen, wir schnappen uns das News. News ist hier die Ebene, sonst kann ich es nicht anwählen. News und schieben das so rüber. Dann ist der Kontrast hier besser. Das Geld stört jetzt. Jetzt müssen wir auf die Ebene Geld gehen. Geld ein bisschen kleiner machen wir das Geld. Markieren das, machen das ein bisschen kleiner. Gehen wieder auf dieses Kreuz und schieben dieses Geld. Hoppala, jetzt hat sich alles verschoben. Rückgängig machen. Geld. Hier so ein bisschen rum. Vielleicht unter dem News. Sieht doch ganz nett aus. Und dann schnappen wir uns das Lifestyle. Und basteln das so vielleicht so in die Mitte von beiden, finde ich jetzt gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Jetzt finde ich Geld ein bisschen klein geraten. Wir machen das News, gehen auf News-Ebene, also die Schichten, die ich euch genannt hatte, machen das ein wenig kleiner. Ich möchte, dass News einfach kleiner ist, wie das Geld. So, gehen wieder auf Geld. Das ist jetzt eine Anpassungssache und Geschmackssache, Leute. Machen Geld ein bisschen größer. Probieren das Ganze zu verschieben. Wir sind auf der Ebene Geld. So. Und haben dann das Lifestyle. Gehen auf Ebene Lifestyle und markieren das Ganze wieder. Und können das jetzt so ein bisschen kleiner machen und schieben das dann wieder so ein bisschen rum. Und machen daraus dann ungefähr so. Das News ist mir zu weit nach oben gequetscht. Wir gehen noch mal kurz auf News. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, Leute. So, vielleicht, ich weiß nicht, hat sich was getan? Keine Ahnung. So, das ist ja schon mal ein Anfang, dass sich das Banner etwas abhebt von dem anderen Banner, wo steht jeden Tag ein Video. Wir lassen das jetzt erstmal so. Speichern das Ganze und exportieren das als JPEG. Das geht ratzifatzi. Und zwar Datei, exportieren als. Was brauchen wir denn? Wir nennen das oben, weiß nicht, YouTube Banner Upload zum Beispiel. Hätte ich auch drin lassen können, hätte nicht wegreißen müssen. Und hier unten kann man nach Endungen exportieren. Also, wir suchen jetzt mal hier, also GIF-Datei, und alles Mögliche, ich kenne nicht mal alles. JPEG machen hier exportieren. Was passiert jetzt? Qualität, ich weiß nicht, ob sich da groß was ändert. Wir gehen einfach mal auf 100%. Vorschau lasse ich mal weg und exportieren das Ganze. So, angeblich hat es jetzt funktioniert. Es ist 16:33 Uhr. Wir haben angefangen um 16:18 Uhr. Also 15 Minuten genau.
was wir gesagt haben. Laden das jetzt im Live-Modus zusammen hoch. Ich gehe mal hier auf WLAN aktivieren. Da gehe ich meistens raus, wenn ich da nicht drin bin im WLAN. Sonst poppt hier irgendwas auf WhatsApp oder sonst was. Wollen wir nicht. Also, GIMP ist gespeichert, denke ich mal. Speichern wir nochmal. Dann schließen wir GIMP mit einem Kurzbefehl. GIMP, Apfel, Q ist schließen bei Macintosh. Und gehen hier auf, also gehen wir mal Kanal anpassen. Normalerweise ist ja hier die Kamera für dieses Ding. Kanal anpassen, ich weiß es nicht. Wir probieren das jetzt mal aus. Ja? 15 Minuten für die Grafik gebraucht, für das Gelaber noch ein bisschen hin und her. Und dann sollte das hier funktionieren. Hier ist ein kleiner Stift. Probieren wir das doch mit dem kleinen Stiften hier. Kanalbild bearbeiten. Von meinem Computer aus auswählen. Kanalbild, wie haben wir das genannt? Upload. Hochladen. Jetzt schauen wir, ob wir Scheiße gebaut haben. Hallo? So. Newsgeld Lifestyle, es sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Hier mobil, hier wie es auf dem Desktop ausschauen könnte, Foto zuschneiden, dann könnte man sehen, ob sich das hier im Bereich befindet. Das sieht eigentlich gut aus. Vorschau für die verschiedenen Geräte, ich weiß es nicht. Eine automatische Optimierung, was passiert hier? Aha, keine Ahnung. Und auswählen. Es wird gespeichert. Wir gucken uns das Ganze an. Ja, Leute von heute, was, ja, wir haben es, glaube ich, geschafft. Newsgeld Lifestyle, Geschmack, tja, lässt sich drüber streiten, vielleicht ein bisschen zu dunkel, vielleicht das ein bisschen heller machen, hier eine schöne Schrift rein, diese Blocks ein bisschen kleiner machen, sehen ein bisschen gequetscht aus und das ganze Ding passt hinein. Theoretisch hätten wir auch hier noch ein bisschen rausgehen können. Hier sind die Links wieder zu sehen, wer es vorhin noch weiß, hier war weiß. So. In diesem Sinne, das Video ist vorbei mit dem Tutorial. Ich packe euch den Link von GIMP jetzt hier rein. Ich hoffe, ich finde ihn. Ansonsten Entschuldigung. Und an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch. Ein Abo wäre super. Ich freue mich für jedes Abo. Und wenn ihr, ja, wie soll ich es nennen? Wenn ihr immer Infos von mir haben wollt, einfach beim Abo-Druck, da ist eine kleine Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn ich was hochlade. Wenn ihr keine Info haben wollt, einfach die Abo-Taste drücken. In diesem Sinne, macht es gut. Euer Robert, bis zum nächsten Video. News, Geld und Lifestyle. Macht es gut. Jetzt habe ich aber durch. Boah, trockenen Hals bekommen. Schon leer. Bis dann. Servus. Ciao.